Hallo Lieben und willkommen auf meiner Seite. Heute möchte ich euch das Hörbuch Size von Neil Schusterman vorstellen. Ich habe das Ganze über Spotify gehört, in der ungekürzten Version. Das ging anders über 11 Stunden. Und habe mir jetzt erstmal überlegt, dass ich euch den Klappentext vorlesen möchte. Auf Spotify gibt es die gekürzte und die ungekürzte Version. Die gekürzte geht irgendwas bei 9 Stunden. Ich habe mich aber für die ungekürzte entschieden und bin wahnsinnig froh darüber. So. Unsterblichkeit, Wohlstand, unendliches Wissen. Die Menschheit hat die perfekte Welt erschaffen, aber diese Welt hat einen Preis. Citra und Warren leben in einer Welt, in der Armut, Kriege, Krankheit und Tod besiegt sind. Aber auch in dieser perfekten Welt müssen Menschen sterben und die Entscheidung über Leben und Tod treffen die Sais. Sie sind auserwählt, um zu töten. Sie entscheiden, wer lebt und wer stirbt. Sie sind die Hüter des Todes. Aber die Welt muss wissen, dass dieser Dienst sie nicht kalt lässt. Dass sie Mitleid empfinden, Reue, unerträglich, großes Leid. Denn wenn sie diese Gefühle nicht hätten, wären sie Monster. Als Citra und Warren gegen ihren Willen für die Ausbildung zum Sais berufen werden und die Kunst des Tötens erlernen, wächst zwischen den beiden eine tiefe Verbindung. Doch am Ende wird nur einer von ihnen auserwählt. Und dessen erste Aufgabe wird es sein, den jeweils anderen hinzurichten. Der erste Band des internationalen Bestseller-Trilogie. ich werde mir das Ganze auch mal als Bücher holen. Auf jeden Fall Updates den Inhalt erfahren und komme ich zum Stil des Hörbuches. Aber nur des Hörbuchs. Das ist so grandios. Wirklich. Man hat verschiedene Stimmen und das Ganze ist einfach wundervoll aufgebaut. Das ist ein großes Erlebnis, dieses Hörbuch zu hören. Wirklich. Das ist fantastisch dargestellt. Das Ganze ist einfach unfassbar schön. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass der ganze Schreibstil, sie haben sie abgelesen, aber nur verblüffend ist. Und es geht einem wahnsinnig, wahnsinnig nahe. Deswegen ist mein Fazit im Prinzip auch, diese Geschichte ist irgendwie einzigartig, besonders, doch tiefgehend. Man hat hier diese Science-Zeit, die einfach, die töten müssen. Es ist ihre Berufung. Sie dürfen jemanden umbringen. Und das ist schon sehr erschreckend und sehr abnormal in unserer Welt. Und die Menschen fühlen sich auch relativ sicher, bis sie dann jemanden eben in diesem Gewand sehen. Und dann erst wollen sie entweder weglaufen oder geben sich ihrem Schicksal, je nachdem, wie das Ganze passieren soll. Als Citra auserwählt wird, zu dieser Ausbildung, ahnt sie noch nicht, dass was alles passieren wird. Und auch Warren hat keine Ahnung, was auf ihn zukommt. Und es gibt nicht nur die Sais, die alleine arbeiten und dann entscheiden, je nachdem, welche Personen sie auf dem Gewissen haben möchten, sondern auch ganz brutale Killer, sag ich mal, die sich zusammentun und richtige Massaker abrichten. Sie gehen in irgendwelche Büros und metzeln wirklich jeden ab, den sie dort finden und haben Spaß daran und feiern und machen und tun. Und das Ganze geht besonders einem Sais richtig, richtig derbe auf den Keks und richtig. Ich finde, das ganze Hörbuch ist so wahnsinnig intensiv, dass ich einfach, ich war richtig süchtig danach, als ich es gehört habe. Ich habe es während der Arbeit gehört, ich habe es auf dem Weg gehört, ich habe es überall gehört, wo ich gerade Zeit hatte und hören konnte. Und es ist einfach spannend und ich möchte, wie gesagt, wissen, wie es weitergeht. Denn dieser Cliffhanger am Ende des Buches war so intensiv, dass ich dachte, hey, okay, weiter. Es gibt natürlich jetzt schon den zweiten Teil als Hardcover bzw. als E-Book. Aber ich warte noch ein bisschen, weil noch ist es ziemlich teuer. Und dann gibt es noch einen dritten Teil und ich bin wahnsinnig, wahnsinnig gespannt und kann euch das Ganze einfach nur wirklich nahelegen. Wenn ihr Spotify haben solltet oder ich weiß nicht, ob es bei dieser gibt es das wahrscheinlich auch in einer anderen Hörbuch-App auch. Schaut einfach mal und guckt einfach mal, ob ihr es findet. Es ist wirklich ein Hörerlebnis, wirklich fabelhaft. Wirklich. Ich habe
selten ein Hörbuch genossen, was so wundervoll aufgebaut worden ist. Wirklich richtig, richtig krass und richtig genial. Und man leidet und fühlt einfach mit. Meine Gesamtbewertung ist, das Cover ist schlicht und einfach, finde ich, mit dieser Kapuze, mit diesem umhüllten Menschen, der, ne, eben der Tod. Und gebe ich 5 von 5 Sterne. Titel, Science, Hüter des Todes, ist fabelhaft, prägnant, passt einfach wie die Faust aufs Auge, 5 von 5. Inhalt 5 von 5, das Buch ist einfach fabelhaft, also wirklich genial. Und deswegen wünsche ich euch jetzt eine wunderschöne Zeit und einen schönen Tag und wir sehen, lesen und hören uns. Bis bald, eure Janine. Bye.